Delenda ist. Es ist kein Reich, sage ich euch. Seeräuber, mehr sind wir nicht. Es war natürlich Honigeis, der ewig launische, ewig düstere, dessen schwarze, geflochtene Locken im Verein mit dem herabhängenden Schnauzbart slawisches Blut verrieten. Er seufzte heftig und der Falernerwein schwappte über den Rand des Jadebechers und befleckte die purpurrote, goldbestickte Tunika. Er trank geräuschvoll wie ein Pferd und nahm alsbald seine Klage wieder auf. Was haben wir in Afrika geleistet? Die Großgrundbesitzer und die Priester ausgelöscht und uns selbst als Gutsherren breit gemacht. Wer bearbeitet das Land? Vandalen? Ja, keineswegs. Dieselben Leute, die es unter den Römern bearbeitet haben. Wir sind einfach in die römischen Schuhe geschlüpft. Wir ziehen Steuern und Pacht ein und sind gezwungen, das Land gegen die verfluchten Berber zu verteidigen. Unsere Schwäche liegt in unserer Zahl. Wir können uns nicht mit dem Volk vermischen, denn in kurzer Zeit hätten sie uns einfach verschluckt. Wir können nicht gleichzeitig Verbündete und Untertanen aus ihnen machen. Wir spielen die Rolle einer militärischen Elite. Wir sind ein kleiner Haufen Fremder, der sich auf Burgen eingenistet hat und wenigstens für den Augenblick einer zahlreichen eingeborenen Bevölkerung seinen Willen aufzwingt. Zugegeben, sie hassen uns nicht mehr, als sie die Römer gehasst haben, aber... Einen Teil dieses Hasses könnten wir beseitigen, unterbrach ihn Ataulf. Er war jünger als Honigeis, bartlos und nicht schlecht aussehend, auch gab er sich weniger primitiv. Er war ein Alemanne, der seine Jugendjahre als Geisel am römischen Hof zugebracht hatte. Sie sind orthodox. Wenn wir es übers Herz brächten, den marianischen Glauben zu entsagen... Nein, rief Honigeis. Aus seinen Augen flammte fanatischer Eifer. Niemals! Wir sind die Herren! Sie müssen sich beugen, nicht wir! Wir kennen die Wahrheit, die Arianus verbreitet hat. Wenn die elenden Afrikaner ihren Fehler nicht aus eigener Schlauheit erkennen können, dann müssen sie dazu gezwungen werden. Mit Feuer und Schwert und Tortur, wenn nötig. Plötzlich wurden seine Augen wieder trübe. Und mit einem weiteren Seufzer griff er nach dem Weinkrug. In 100 Jahren ist das Königreich der Vandalen nur noch eine Erinnerung, prophezeite er. Nur Geiserichs Wille hält es zusammen. Der Mann dieses Namens lachte, lehnte sich weit in den geschnitzten Stuhl aus Ebenholz zurück und streckte die muskulösen Beine bequem von sich. Es waren die Beine eines Reiters, aber ihr Besitzer hatte den Sattel gegen das Deck einer Kriegsgaleere eingetauscht. Binnen einer Generation hatte er ein Volk von Reitern in ein Volk von Seefahrern verwandelt. Er war der König einer Rasse, deren Name schon jetzt gleichbedeutend mit Zerstörung und Vernichtung war und gleichzeitig der Besitzer des schärfsten Verstandes in der bekannten Welt. Seine Wiege hatte an der Donau gestanden und aufgewachsen war er während des langen Zuges nach Westen, als die Flut der Völkerwanderung die Palisaden der römischen Kastelle einriss. Mit der Krone, die man in Spanien für ihn schmiedete, verband er die wilde Weisheit, die jene Zeit lehrte. Die Weisheit des Schwertgeklirrs und des nicht enden wollenden Krieges unter den Völkern. Seine Reiter hatten die römischen Besetzer Spaniens in den Boden gestampft. Und als Westgoten und Römer sich miteinander verbündeten und verlangend nach Süden zu blicken begannen, da waren es Geiserichs Machenschaften gewesen, die Attila und seine narbigen Hundenkrieger zum Einfall ins Reich veranlassten, bis der Horizont in Flammen stand und die Lanzenspitzen von Blut troffen. Attila war tot und niemand wusste, wo seine Gebeine lagen oder seine Schätze, die von den Geistern 500 hingemetzelter Sklaven bewacht wurden. Der Klang seines Namens rollte wie drohender Donner rund um die Welt, aber zu seinen Lebzeiten war er weiter nichts als eine Schachfigur gewesen, die sich von der Hand des Vandalenkönigs widerstandslos hatte manövrieren lassen. Und als nach der Schlacht auf den katalaunischen Feldern die Goten über die Pyrenäen marschierten, da wartete Geiserich nicht, bis ihre zahlenmäßige Übermacht ihn erdrückte. Bis auf den heutigen Tag verfluchten viele den Namen Bonifatius, des Mannes, der Geiserich gegen seinen Rivalen Aetius zur Hilfe gerufen und den Vandalen den Weg nach Afrika geebnet hatte. Seine Versöhnung mit Rom war zu spät gekommen und umsonst gewesen wie der Mut, mit dem er ungeschehen zu machen versuchte, was er angerichtet hatte. Bonifatius starb durch eine vandalische Speerspitze und im Süden erhob sich ein neues Königreich. Inzwischen war auch Aetius gestorben und die großen Kriegsgaleeren der Vandalen glitten nordwärts. Die Ruder tauchten silbersprühend in die sternenbeleuchtete Flut und die langen Schiffskörper hoben und senkten sich im Rhythmus der Wellen.
In der Kajüte der vordersten Galeere saß Geiserich und hörte der Unterhaltung seiner Kapitäne mit sanftem Lächeln zu, während er mit starken Fingern die gelben Strähnen seines Bartes zu ordnen versuchte. Geiserich war reinblütiger Germane von mittlerer Größe, mit beeindruckend breiten Schultern, athletischer Brust und einem muskelbesetzten Nacken. Seine Gestalt strömte ebenso viel physische Vitalität aus, wie seine großen blauen Augen Geisteskraft verrieten. Er war der stärkste von allen und er war ein Seeräuber, der erste unter den teutonischen Freibeutern, denen man später den Namen Wikinger verleihen würde. Aber sein Revier war weder die Ost- noch die blaue Nordsee, vielmehr die sonnigen Gestade des Mittelmeers. »Und Geiserichs Wille«, lachte er auf Hunigeis letzte Bemerkung, »ist, dass wir trinken und uns freuen und den morgigen Tag sich um sich selbst kümmern lassen.« »Das sagst du nur«, schnaubte Hunigeis mit der Ungezwungenheit, die es unter diesen Ungeschliffenen noch gab. »Wann hättest du es jemals dem morgigen Tag überlassen, was er uns bringen will? Du planst und planst nicht nur für den morgigen, sondern für die nächsten 1000 Tage.« »Du brauchst dich vor uns nicht zu verstellen. Wir sind nicht Römer, denen man vormachen kann, du seist der Narr, wie es Bonifatius war.« »Aetius war kein Narr«, murmelte Trasamund. »Aber er ist tot und wir segeln gegen Rom«, antwortete Hunigeis und ließ zum ersten Mal eine Spur von Zufriedenheit erkennen. »Alarich hat nicht alles ausräumen können, Gott sei es gedankt. Und ich bin froh, dass Attila im letzten Augenblick die Nerven verloren hat. Umso größer unsere Beute.« »Attila stand unter dem Eindruck der verlorenen Schlacht auf den katalanischen Feldern«, sagte Ataulf langsam. »Rom hat eine geheimnisvolle Lebenskraft. Es ist bei allen Heiligen wirklich merkwürdig. Selbst wenn das Reich am Ende zu sein scheint, erwacht ein Teil plötzlich wieder zum Leben. Denkt an Stilicho, Theodosius, Aetius. Wer weiß, heute Nacht schläft vielleicht in Rom ein Mann, der uns alle überwinden wird.« Hunigeis schnaubte verächtlich und hieb mit der Faust auf den Tisch. »Rom ist so tot wie der weiße Gaul, den ich bei der Eroberung von Karthago ritt. Wir brauchen nur die Hände auszustrecken und uns die Beute zu nehmen.« »Es gab einmal einen Feldherrn, der genauso dachte«, sagte Trasamund müde. »Ein Karthager noch dazu, bei Gott. Seinen Namen habe ich vergessen. Aber er schlug die Römer bei jeder Begegnung.« »Na schön, aber zum Schluss muss er verloren haben«, meinte Hunigeis. »Sonst hätte er Rom zerstört.« »So ist es«, rief Trasamund. »Wir sind keine Karthager«, lachte Geiserich. »Und überhaupt, wer hat etwas von einer Plünderung Roms gesagt? Segeln wir nicht lediglich zur kaiserlichen Stadt, um der Kaiserin zu helfen, die um unsere Hilfe gebeten hat? Und jetzt schert euch hinaus, alle! Ich will schlafen!« Die zuschlagende Kajütentür dämpfte Hunigeis düstere Prophezeiungen, Ataulfs geistvolle Antworten und das Gemurmel der übrigen. Geiserich stand auf und ging zum Tisch, um sich ein letztes Glas einzugießen. Er hinkte. Ein fränkischer Speer hatte ihn vor vielen Jahren ins Bein getroffen. Er hob den juwelenbesetzten Becher an die Lippen und fuhr mit einem überraschten Ausruf herum. Er hatte die Tür nicht gehen hören, aber auf der anderen Seite des Tisches stand ihm ein Mann gegenüber. »Bei Wotan!« Geiserichs arianisches Christentum saß kaum hauttief. »Was hast du in meiner Kajüte zu suchen?« Seine Stimme war ruhig, fast verbindlich, nach dem ersten überraschten Ausruf. Der König war zu erfahren, als dass er die Regungen seines Gefühls hätte sehen lassen. Die Hand schloss sich verstohlen um den Schwertknauf. Ein plötzlicher und unerwarteter Stoß, aber der Mann enthielt sich jeder feindlichen Geste. Er war ein Fremder und Geiserich sah, dass er weder von Germanen noch von Römern abstammte. Der hochgewachsene, dunkelhäutige Mann hatte einen stattlichen Schädel, dessen langes Haar durch ein dunkelrotes Band zusammengehalten wurde. Ein gelockter Patriarchenbart hing ihm auf der Brust. »Ich bin nicht hier, um dir Schaden zuzufügen.« Die Stimme war tief, kräftig und volltönend. Geiserich sah nicht, wie der Mann gekleidet war, da er sich in einen weiten, dunklen Umhang gehüllt hatte. Er fragte sich, ob er insgeheim eine Waffe in der Hand hielt. »Wer bist du und wie kommst du in meine Kajüte?«, verlangte er zu wissen. »Wer ich bin, spielt keine Rolle«, erwiderte der andere. »Ich bin auf diesem Schiff, seit du von Karthago absegeltest. Du brachst mitten in der Nacht auf. Zu jener Zeit kam ich an Bord.« »Ich habe dich in Karthago nie gesehen«, murmelte Geiserich. »Und dabei bist du einer, den man selbst in der größten Menge nicht übersehen würde.« »Ich wohne in Karthago«,
antwortete der Fremde. Seit vielen Jahren schon. Und vor mir haben meine Ahnen dort gewohnt. Karthago ist mein Leben. Die letzten Worte stieß er mit solch ungezügelter Leidenschaft hervor, dass Geiserich unwillkürlich einen Schritt zurückwich und seine Augen sich zu Schlitzen verengten. Die Stadtbewohner haben einigen Anlass, sich über uns zu beklagen, sagte er. Aber Plünderung und Zerstörung geschah nicht auf meinen Befehl. Von Anfang an war es meine Absicht, Karthago zur Hauptstadt meines Reiches zu machen. Falls du beim Fall der Stadt Verluste erlitten hast, so... Nicht von deinen Wölfen, antwortete der andere grimmig. Fall der Stadt? Ich habe diese Stadt so tief stürzen sehen, wie selbst du, der Barbar, dir nicht träumen lassen würdest. Sie nennen dich den Verwüster. Ich habe gesehen, was zivilisierte Römer zu tun vermögen. Die Römer haben Karthago nie geplündert, soweit ich mich erinnern kann, murmelte Geiserich verwirrt. Der Fremde zog die Hand unter dem Umhang hervor und schlug damit auf den Tisch. Römische Gier und Hinterlist zerstörten Karthago. Der Handel baute es wieder auf. Und jetzt segelst du, Barbar, aus Karthagos Häfen, um seine Eroberer zu erniedrigen. Ist es da ein Wunder, dass alte Träume silbrig an deinen Segeln hängen und dass längst vergessene Geister aus ihren Gräbern steigen und über das Deck deines Schiffes gleiten? Wer sprach von einer Erniedrigung Roms? Fragte Geiserich mit Unbehagen. Ich fahre dorthin, um einen Streit in der Thronfolge beilegen zu helfen. Pah! Ein weiteres Mal klatschte die Hand auf den Tisch. Wenn du wüsstest, was ich weiß, würdest du die verfluchte Stadt von allem Leben entblößen, bevor du den Bug deiner Schiffe wieder nach Süden richtetest. In diesem Augenblick planen jene, denen du helfen willst, deinen Untergang. Und ein Verräter befindet sich an Bord deines eigenen Schiffes. Was sprichst du da? Noch immer schwang weder Erregung noch Leidenschaft in des Vandalen Stimme. Was würdest du tun, wenn ich dir den Beweis dafür lieferte, dass derjenige unter deinen Gefährten und Lehensmännern, dem du am meisten vertraust, deinen Untergang plant? Zusammen mit jenen, denen zu helfen du ausgezogen bist. Gib mir diesen Beweis, dann verlange, was immer du willst, antwortete Geiserich mit einem Anflug von Grimm. Nimm dies als Zeichen meiner Aufrichtigkeit. Der Fremde warf eine klingende Münze auf den Tisch und griff einen seidenen Gurt vom Boden auf, den Geiserich selbst dort achtlos hingeworfen hatte. Folge mir zur Kammer deines Ratgebers und Schreibers, des schönsten Mannes unter den Barbaren. Atta-Ulf? Trotz seiner Beherrschung schrak Geiserich auf. Ihm vertraue ich mehr als alle anderen. Dann bist du nicht so weise, wie ich glaubte, antwortete der andere grimmig. Der Verräter im Innern ist mehr zu fürchten als der Feind draußen. Es waren nicht Roms Legionen, die mich besiegten, es waren die Verräter in meinen eigenen Reihen. Nicht nur mit Schwertern und Schiffen handelt Rom, sondern auch mit Menschenseelen. Ich komme aus fernem Land, um dein Reich und dein Leben zu retten. Dafür erbitte ich nur eins: Ertränke Rom in seinem Blut. Einen Augenblick lang stand der Fremde wie versteinert, den mächtigen Arm in die Höhe gestreckt, die Faust geballt mit feuersprühendem Blick. Eine Aura unvorstellbarer Macht umgab ihn und erfüllte selbst den Vandalen mit Ehrfurcht. Der Mann schwang mit herrischer Handbewegung den purpurroten Mantel um sich, schritt auf die Tür zu und durch sie hindurch und achtete nicht des Rufes, mit dem Geiserich ihn zurückhalten wollte. Der König hinkte zur Tür, öffnete sie und sah hinaus auf das Deck. Eine Lampe brannte auf dem Hinterdeck, der Geruch ungewaschener Körper drang von unten aus dem Raum, in dem die müden Ruderer sich an den Holmen mühten. Das rhythmische Knarren der Ruder bildete eine eintönige Melodie. Der Mond enthüllte die lange geisterhafte Reihe von Schiffen, goss Silber auf die Wellenkämme und warf einen weißen Schimmer auf das Deck. Ein einzelner Krieger stand vor Geiserichs Tür Wache. Das Mondlicht schimmerte auf seinem goldenen Helm und dem römischen Brustpanzer. Er hob die Lanze zum Gruß. »Wohin ist er gegangen?« verlangte der König zu wissen. »Wer, Herr?« fragte der Krieger verwirrt. »Der hochgewachsene Mann, Dummkopf«, rief Geiserich voller Ungeduld. »Der Fremde mit dem purpurnen Umhang, der soeben aus meiner Kajüte kam.« »Niemand ist aus deiner Kajüte gekommen, Herr, seitdem Hunigeis und die anderen sie verließen«, antwortete der Vandale mit wachsender Verwirrung. »Lügner!« Geiserichs Schwert zuckte wie ein silberner Blitzstrahl, als er es aus der Scheide riss. Der Krieger erbleichte und wich zurück. »So wahr Gott mein Zeuge ist, König«, schwor er, »ich habe in dieser Nacht keinen solchen Mann gesehen.« Geiserich musterte ihn.
Der Vandalenkönig war ein Menschenkenner und er wusste, dass der Krieger nicht log. Er fühlte, wie ihm das Haar zu Berge stehen wollte, wandte sich wortlos um und hinkte eilends zu Atta-Ulfs Kammer. Dort stand er einen Augenblick zögernd, dann stieß er die Tür auf. Atta-Ulf lag mit ausgebreiteten Armen quer über einem Tisch. Er war tot. Um das zu wissen, bedurfte es keines zweiten Blicks. Sein Gesicht war blau-rot, die glasigen Augen verdreht. Um seinen Hals, zu einem Knoten gebunden, wie ihn Seeleute machen, hing Geiserichs seidener Gurt. Nahe der rechten Hand lag ein Federkiel, nahe der linken ein Stück Pergament und daneben stand ein Behälter mit Tinte. Geiserich nahm das Pergament auf und las mit Mühe. Ihrer Majestät, der Kaiserin von Rom. Ich, dein treuer Diener, folge deinem Befehl und bin bereit, den Barbaren, dem ich diene, zu überreden, dass er seine Ankunft in der kaiserlichen Stadt hinauszögert, bis die Hilfe, die du von Byzanz erwartest, eingetroffen ist. Dann werde ich ihn in die erwähnte Bucht führen, wo er, wie in einem Schraubstock gefangen und mitsamt seiner ganzen Flotte, vernichtet werden kann und... Die Schrift endete mit einem Schnörkel, wo Atta-Ulfs Hand ausgerutscht war. Geiserich blickte seinen Schreiber an und von Neuem sträubten sich ihm die Haare. Von dem hochgewachsenen Fremden war nirgendwo eine Spur. Der Vandale wusste, dass man ihn nie mehr zu Gesicht bekommen würde. »Dafür soll Rom mir büßen«, murmelte er. Die Maske, die er in der Öffentlichkeit trug, war gefallen. Die Miene des Vandalen war die eines hungrigen Wolfs. Geiserich erinnerte sich plötzlich, dass er in der verkrampften Hand noch immer die Münze hielt, die der Fremde auf den Tisch geworfen hatte. Er sah sie sich an und der Atem entwich zischend seinem Mund, als er die Schriftzeichen einer alten, längst vergessenen Sprache erkannte und die Züge des Fremden, dieselben Züge, die er in Karthago so oft in altem Marmor gemeißelt, erblickt hatte, wo sie vor dem Zorn und der Rachsucht der Römer bewahrt worden waren. Hannibal, murmelte Geiserich.